Eine Straße, Automobile, Menschen, Bäume. Eine Liebesgeschichte, ein zweireihiger Parkplatz am Rand. Helene ist Mitte 40 und leidenschaftlich gern Lektorin bei einem großen Verlag. Helenes Mutter, klein ab, hat einen Schlaganfall erlitten. Plus 38 ESS und liegt auf der Intensivstation. Plus klein e. Ohne lange zu überlegen, packt Helene ihre Reisetasche, setzt sich ins Auto und fährt zu ihrer Mutter. Ist gleich N. Wenn wir uns der großen Tradition der Erzählung, des Geschichtenerzählens, der Narration N. stellen wollen, kommen wir nicht umhin, uns der Urplottformel zu stellen. An diesem Abend sitzt sie lange alleine vor ihrem Elternhaus. Plötzlich fährt ein Auto vor. Es ist Erich mit einer Flasche Apfelwein, wie sie ihn früher gemeinsam getrunken haben. Diese Urplottformel, der Zauberspruch, das Rezept, das alchemistische Rezept der Erzählung. Er setzt sich zu ihr. Sie verstehen sich wunderbar und lachen viel miteinander. Was haben wir gemeinsam? Was ist das Minimum, das Kleinste, was wir gemeinsam miteinander in uns tragen können? Irgendwann beginnt Erich von seiner geschiedenen Ehe zu sprechen. Helene unterbricht ihn mit einem Kuss. Und das ist natürlich in der Erzähltheorie das Element, das für seine Position in einer Narration, in einer Erzählung, alle notwendigen Erfordernisse ohne weitere Möglichkeit einer Vereinfachung in sich trägt. Mutter Natur hat uns offensichtlich nicht füreinander geschaffen. Wir liegen nebeneinander im Bett. Du magst keinen Sex, oder? Fragt mich Kadir. Nein, heute nicht. Ich glaube, er ist froh, mir nichts beweisen zu müssen und ich bin froh, ihm nichts vormachen zu müssen. Warum hängt denn da eine gemalte Sonne an der Wand? Frage ich Kadir im Morgengrauen. Weißt du, meine Mutter ist ein bisschen verrückt, esoterik und so. Jeden Tag grüßt sie die Sonne. Die Wohnung finde ich nett und sauber. Sie ist warm, weil Zentralheizung. Das ist in Istanbul nicht selbstverständlich und hier kann es ganz schön kalt werden. Aus der Tapete, dem Teppich und den Vorhängen werde ich nicht ganz schlau. Olgac hat sogar einen Apple-Computer. Bei genauerem Hinsehen bemerke ich aber,
dass er einfach einen Apple-Aufkleber auf einen anderen Computer geklebt hat. Das Aufriss-Kellner-Gesicht hält mir ein Heferl-Kaffee entgegen. I like filter coffee. I just came back from New York. I like American-style coffee, meint er stolz. Oh, I've also been to New York. Where did you stay? I stayed in Brooklyn. Actually, I stayed in New Jersey. Also nicht Big Apple. Look, who I have on my wall, sagt Olgatsch ehrfürchtig. Ah, er hat ein Bild von Atatürk an der Wand. I like Atatürk. He transferred Turkey into a modern state. He is my hero, sagt er todernst. Gegenüber von Hotel Kuban ist die Corner Cocktailbar. Das ist Discomania. Und das ist noch eine große Baustelle. Das ist Hotel Sunny Day 3 Sterne, Hotel Sun Palace 4 Sterne und das hier ist das Krankenhaus Sunny Med. Hotel Balkan 2 Sterne, Hotel Slavianski 3 Sterne, Hotel Evrika 3 Sterne, Hotel Bellevue 4 Sterne. Das ist das Grillhaus und das ist die Dino Bar. Hotel Globus 4 Sterne, Dune 4 Sterne, Chaika 5 Sterne, Paradise 4 Sterne,